Wikisana, die neue Plattform. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Ich durfte vor ein paar Jahren mal eine Sendung machen über Augenproblematiken. Und diese Sendung hat alleine bei unserem YouTube-Kanal über 200.000 Aufrufe, auf anderen Kanälen noch 60.000, 70.000 obendrauf. Man sieht und erkennt einfach, es ist ein großes Bedürfnis unserer Zuschauer, hier mehr Fakten zu hören, warum es immer mehr Probleme rund um das Auge entsteht. Also Ursache, Wirkungsprinzip, aber auch was wir dagegen tun könnten, um einfach naturverbunden diese Problematiken besser in den Griff zu kriegen. Das ist das Thema dieser Sendung, das ich gleich mit einem Arzt, mit einem Chemiker und einem Biologe in einer Person besprechen möchte. Nach dem Intro legen wir los. Bleiben Sie dran. Ja, da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen meinen Gast auch zeigen, was ich vergessen habe. Er ist natürlich auch Autor, Schriftsteller von, glaube ich, 12 Bücher schon in der Zwischenzeit. 13. 13! Herzlich willkommen, Peter Emrich. Schön, dass du da bist. Hallo, Alexander. Ja, Augenprobleme. Wieso habe ich das Gefühl, es explodiert, dass immer mehr Leute Probleme haben mit dem Augen? Ist es der Stress? Ist es einfach die überwiegende Omega-6-Konsum, das man hat? Ja. Ist es die Konzentration, immer nur noch auf etwas zu schauen, der PC-Bildschirm? Also ich denke mal, es sind mehrere Faktoren, die den modernen Menschen dazu getrieben haben, auf Bildschirmarbeit, dass er die Augen schädigt. Mhm. Das müssen wir definitiv sagen. Und die Menschen kommen dann zu mir, gerade beim grauen Star, dem Katarakt, Senilis, dem altersbedingten Star, und sagen, sie haben schlechter gesehen, sind dann zum Augenarzt gegangen und er hat dann ihnen die Diagnose genannt, haben gesagt, es ist noch ein Anfangsstadium, jetzt müsse man so lange warten, bis der Star reif ist, bis man die Linse austauschen kann. Dann wird er operiert. Und was auch den meisten nicht genannt wird, ist die Tatsache, dass auch diese Kunstlinse wieder so einen Film drüber bekommt, sodass sie einen Nachstar entwickeln. Das heißt also, es ist eine Ablagerung auf der Augenlinse. Mhm. So. Und dann durch Zufall habe ich vor vielen Jahren einen Artikel gelesen eines Kölner Augenarztes, Dr. Waterloo, der hier mit 4 Mineralsalzen eine Verbesserung erzielen konnte bei seinen Patienten. Also 1000 Patienten, so schreibt er, hat er erfolgreich behandelt. Bei mir sind es auch mittlerweile mehrere hundert. Und je früher man natürlich diese Starbehandlung beginnt, umso größer ist die Chance, dass wir eine Verbesserung, eine optimale Wehkraft erzielen. Denn es ist ja der Unterschied zwischen dem Glaukom, das ist der Augendruck, der hochgeht, oder eine Durchblutungsstörung, das ist der grüne Star gegenüber dem grauen Star, der an der Linse vorne am Auge eine Ablagerung bildet. Also irgendwelche Stoffwechsel-Endprodukte werden dort abgelagert, zu einer Schicht abgelagert. Und man muss ja immer überlegen, das Auge ist ja ausgestülptes Gehirn. Also unser Auge ist ausgestülptes Gehirn, hochspannend. Und Foltenoxidierung, dass der Sauerstoff ausgesetzt ist. So ist es. Und dann natürlich auch vielleicht Umweltgifte, Schadstoffe, ja. Und natürlich dann halt diese Bildschirmarbeit, wo nachgewiesenermaßen das Auge weniger befeuchtet wird. Da wird ein Blinzel, also diesen Wimpernschlag, weniger machen. Und ich denke, diese Komponenten führen halt dazu, dass sich dann solche Ablagerungen an der Linse einstellen können. Mhm. Und dieser graue Star wird nun mit 4 Mineralsalzverbindungen behandelt. Und der erste ist Calciumfluoratum D12. Du siehst, das sind potenzierte Mineralsalzverbindungen und das erste Mineralsalz, Calciumfluoratum D12, ist auch bei Schüssler die Nummer 1. Früher hieß die Kur 17 Tage, die wenigsten Menschen können aber 17 Tage im Kalender abstreichen, also haben wir mittlerweile die Kur auf 14-tägig reduziert. 14 Tage sind 2 Wochen. Also 14 Tage lang morgens eine Tablette oder 5 Globuli. Schüsslersalz Nummer 1. Schüsslersalz Nummer 1, Calciumfluoratum in der D12. In der darauffolgenden 14 Tagen nimmt man Magnesiumfluoratum D6.
und Magnesiumfluoratum D12 in den darauffolgenden Wochen. Also immer 14 Tage und dann sind 6 Wochen rum und dann werden Magnesiumcarbonicum D8 in Tropfenform 4 Wochen angewandt. Du siehst, das sind jetzt 10 Wochen. Das sind noch Homöopathikum. Das sind lauter homöopathische Mittel, die hier eine volle Wirkkraft aufs Auge entwickeln. Aber nicht nur das. Ich habe ja meine Patienten nach dieser Kur von Dr. Waterloo behandelt. Und manche von diesen Patienten waren auch schon älter und hatten eine Makuladegeneration. Die Makula ist ja die Stelle des schärfsten Sehens am Auge, gerade hinter der Linse an der Netzhaut gelegen. Und die Patienten haben sogar eine Verbesserung mit dieser Mineralsalzverbindung erzielen können. Auch für die Makula? Ja. Und weißt du, wie erklärst du dir das? Ja, die Mineralsalze verbessern die ganze Versorgung mit Vitaminen, Spurenelementen, Enzymen am Auge. Und dann wirkt es nicht nur an der Linse vorne, sondern auch hinten an der Makula. Aber du sagst, Mineralsalze machen das. Ja klar, kann ich mir durchaus vorstellen. Aber es ist ja eine homöopathische Potenz, ja, ist da überhaupt noch was drin? Ja, in der D6 und der D12 haben wir schon noch Substanzen drin, auch in der D8. Also da haben wir genau den Bereich, wenn wir jetzt in die Biologie gehen, wo die Hormone wirken. Hormone wegen der Konzentration entsprechen einer D8 bis D12. Ah. D11. Ja? Wirklich? Unsere Hormone sind in dieser Konzentration. Also ich meine, weißt du, das muss ich D12, mir aufschreiben. Ja. Hormone wirken in der Konzentration von einer D8 bis einer D12. Das ist ja ein Riesenargument für alle die Leute, die sagen, Homöopathikum kann gar nicht funktionieren. Ja, wie sollen denn Hormone funktionieren? Ja, aber das ist es, wenn man von Biologie keine Ahnung hat, dann ist es so, wenn der Blinde von den Farben spricht. Also eine D8 ist ja eine 1 mit 8 Nullen. Ja, wir wissen, eine Million hat 6 Nullen. Eine Billion hat 9 Nullen, eine Milliarde hat 12 Nullen. Und so bei 100, also 1 zu 100 Millionen D8, eine Konzentration sind die Hormone verdünnt. Das heißt, Hormone sind Signalstoffe, sind Botenstoffe, die in winzigster Form eine Zielzelle erreichen, einen Rezeptor und dort dann die Verschaltung macht. Und du weißt ja, alle Prozesse in unserem Körper werden ja durch Hormone und Enzyme reguliert. Die das ist ja das Faszinierende. Ne? Ja, das sind die wahren Chefs und die gilt es zu unterstützen. Und dieser Augenarzt hat dann letztendlich herausgefunden, dass diese Mineralsalze, überleg mal, Fluor ist ja ein starkes Zellgift. Mhm. Fluor kann zerstören, aber wenn ich es potenziert nehme, ist es wie so ein Laser, der diese Altlagerungen an der Linse wieder auflöst. Und das machen wir einmal mit Calciumfluoratum, dann mit Magnesiumfluoratum und dann mit Magnesiumcarbonicum. Ja, das sind ja die drei Substanzen, ne? Nur haben wir Calciumfluoratum D12, dann kommt Magnesiumfluoratum D6, dann kommt Magnesiumfluoratum D12 und dann Magnesiumcarbonicum D8. Ist das alles Schüsslersalze? Nein, oder? Nur das erste gehört zu Schüssler, und aber alle anderen sind Homöopathika, die man in jeder Apotheke erwerben kann. Warum die 4 Wochen in der Magnesiumcarbonicum in einer Flüssigform D8. Ich denke mal, durch das Entnehmen von Tropfen und das Schütteln des Fläschchens variiere ich eine 0,001 Stelle hinterm Komma, irgendwo. Und das ist der homöopathische Wegeffekt. Ich gebe nicht dasselbe, sondern ich verändere von Einnahme zu Einnahme. Ja. Und dadurch haben wir wieder einen zusätzlichen Impuls, der nicht gleich ist, sondern ähnlich dem ersten. Und der Körper muss danach regulieren und wird aktiviert. Und das ist das Wunderbare und das Schöne. Und wenn dann die 10 Wochen rum sind, ist der Patient natürlich noch nicht im Gleichgewicht, sondern er macht die Kur einfach hintereinander. 4-mal innerhalb eines Jahres. Und dann macht er die restlichen Tage Pause, bis 365 Tage rum sind. Und dann geht die Kur wieder nach vorne los. Und nach einem Jahr schicke ich meine Patienten zum Augenarzt, weil ich bin ja nur Allgemeinmediziner, habe nicht die Apparate und kann das auch nicht beurteilen. Und dann kriegen die Meldungen deutlich bessere Sehkraft beim grauen Star. Und manche kriegen sogar wieder die Mitteilung, Makuladegeneration wurde gestoppt oder hat sich verbessert. Und das sind solche Rückmeldungen, wo ich mich riesig dann für meine Patienten freue. Denn die Heilung habe ja ich nicht hingekriegt, sondern ihr Körper selber.
Und wenn ich solche Patienten habe, die doch sehr alt sind und wo ich auch feststelle, dass die B-Vitamine fehlen und die Spurenelemente, da gebe ich dann Enzyme, also kaskadenfermentierte Enzyme kombiniert mit Vitaminen, wie zum Beispiel das Metabolik. Ja, da hatten wir auch schon mal eine Sendung gemacht. Die kriegen das zweimal am Tag in Esslöffel. Ja, und dann haben wir ein Orchester, wo erste Güte ist. Und das ist etwas, wo ich immer wieder feststelle, der Körper, wenn man ihm alle Bausteine liefert, die er benötigt, um einen Heilungsprozess zu machen, was Besseres gibt es nicht. Ja? Das heißt aber, ich habe nichts Passives, ein Messer, das schneidet was weg, dann ist es mal weg, aber die Grundform, die zu dieser Warze zum Beispiel geführt hat, ist ja dadurch nicht beseitigt. Eine Warze ist ja nur eine Virusinfektion. Und hast du schon mal gehört, dass jemand an Warzen verstorben ist? Never ever. Das heißt also eine Virusinfektion, die man nicht beherrscht. Dadurch kommt dann das Skalpell zum Tragen, das dann die Warze rausschneidet. Und manchmal, wie schon bei vielen Kindern erlebt, ist da nicht nur eine Warze da, sondern 10 Warzen. Mhm. Und dann werden die wieder rausgeschnitten und dann sind noch mehr Warzen da. Und dann kommt manche Oma mit ihrem Enkelkind zu mir und sagt dann, Herr Emrich, haben Sie nicht noch einen Tipp? Ja, und wir stärken das Immunsystem des Kindes. Meistens sind es ja nur Bakterien, wo wir brauchen für den Darm, weil die Kinder häufig zuvor Antibiotika bekommen haben. Dann nehmen wir noch eine Rinde eines westafrikanischen Baumes, Okubaka beispielsweise, D4 über ein Vierteljahr, 3x5 Körnchen und dann in der D6. Und plötzlich sagt die Oma, die Warze war weg. Ja, obwohl mehrfach zuvor operiert. Das ist doch verblüffend. Mhm. Nein, wenn ich das körpereigene Immunsystem stärke, die dann sozusagen die Kraft hat, den Viren, den Chaos zu machen, dann verschwindet auch die Warze. Und weißt du, was auch noch spannend war? Als ich aufs zweite Staatsexamen gelernt habe, war auch Dermatologie, Hauterkrankung da. Und dann stand allen Ernstes in der Ausgabe, die ich damals hatte, aber von einem namhaften Verlag, man kann Warzen auch durch Besprechen wegbringen. In der etablierten Medizin, diese Aussage hat mich sehr verblüfft. Ja, sehr. Durch Besprechen verschwindet die Warze. Mhm. Doch Mystik, paramedizinische Ansätze in ein Lehrbuch gerutscht, wo nicht rein dürfen. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist es tatsächlich so, dass meine Methode wirklich zum Ziel führt und deswegen brauchen wir nicht besprechen. Also, weißt du, wenn der Körper ja etwas produziert, ja, macht er das ja nicht aus einem Unsinn heraus, sondern als sinnvollste Antwort. Und wenn man das Ergebnis daraus einfach abschneidet, bekommt man auf die naive Idee, dass der Körper es nicht wieder produzieren sollte? Ja, das ist die berechtigte Frage. Ich stelle solche Fragen nicht, weil das würde mich davon abhalten, den ganzen Tag sinnvolle Arbeit zu leisten. Mhm. Deswegen, was dumme Menschen reden, ignoriere ich meistens. Und das hat mir jetzt in 60 Jahren gezeigt, dass man da besser weiterkommt, wenn man über alles und jenes nachdenkt, was dumme Köpfe den ganzen Tag irgendwo in Zeitungen, Posaunen oder in Fernsehsendungen bekannt machen. Wenn Dummes und Falsches immer wiederholt wird, wird es auch nicht dadurch richtig. Also das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ja, und wir hatten jetzt ja den grauen Star erwähnt, wir haben die Makuladegeneration erwähnt, aber wir haben noch nicht den grünen Star besprochen. Mhm. Und der grüne Star ist ja interessant. Es heißt ja, der Augeninnendruck ist erhöht. So, also der Augeninnendruck liegt so zwischen 10 und 21 mm Quecksilbersäule. Und wenn er da drüber ansteigt, dann spreche ich von einem Glaukom. Mhm. Jetzt gibt es aber auch den Normaldruck-Glaukom. Das heißt also, der Patient hat einen erhöhten Druck, das aber nicht ausgelöst wird durch ein Kammerwasser, das nicht abfließt, sondern ist eine Durchblutungsstörung. Der hat die gleichen Symptome, harter Augapfel, wie bei so einem Glaukomanfall. Das heißt, es ist eine Durchblutungsstörung. Und am Anfang hatte ich jetzt, es gibt ja Menschen, die haben einen grauen Star und einen grünen Star und vielleicht noch die Makula. Und dann habe ich die Patienten immer gefragt, haben sie jetzt einen Normaldruckglaukom oder haben sie einen richtigen Glaukom mit erhöhten Druckwerten? Ja, und die meisten Augenärzte haben mir keine Antwort geliefert. Da ist es nur, der Patient hat einen Glaukom. Mittlerweile habe ich mich ein bisschen in die Thematik eingelesen und fand heraus, dass die meisten der Fälle eigentlich
ein Normaldruckglaukom ist, also eine Durchblutungsstörung darstellen. Und durch Zufälle, du weißt, habe ich mich ja auch mit der Knospenmedizin mit Dr. Paul Henry auseinandergesetzt, ein belgischer Arzt, der sagte, Mensch, in den Knospen, dort wo die Pflanze ja einen neuen Trieb macht, die Wurzel macht, eine Blüte hervorbringt, da muss ja die ganze Kraft dieser Pflanze in Energieform drin stecken. Und diese Energie müsste man doch auf ein Trägermedium, Glycerin beispielsweise, übertragbar sein, um dieses einem Menschen zu geben, um hier energiereiche Kraft in seinen Körper zu entfalten. Diese energiereiche Kraft von der Pflanze auf den Menschen. So. Und dieser Paul Henry war auch hier sehr erfolgreich. Die Knospenmedizin wurde dann in die europäische Pharmakopö mit reingenommen. Ich habe da auch ein Buch gemacht, das einmal eins der Knospenmedizin. Ja. Und hier ist es nun so, dass ich 24 Knospen beschrieben habe. Und zwei, nämlich die Eberesche und die Schwarzerle, haben einen wunderbaren Effekt auf solch ein Glaukomphänomen. Die Eberesche, wenn es sich wirklich um einen echten Glaukom handelt, also mit Augendruckerhöhung, also auf 25, 27 oder so höher, wo auch die Schulmedizin einen Blocker setzt, sodass der Druck runtergeht, weil sonst die Schäden am Auge sehr groß sind. Oder aber bei der Schwarzerle als Heilpflanze für den durchblutungsgestörten Glaukom, also dem Normaldruckglaukom. So. Und jetzt ist es so, ich habe das also in einem Lehrbuch gelesen, habe das auch bei mir an Fallbeispielen dargelegt. Es funktioniert in der Tat, man muss es aber nur wissen. Und wenn es wieder keiner weiß, kann es natürlich wieder keiner anwenden, weil ich kann ja nur das anwenden, wo ich kenne. Das ist ja so, auch bei dir, bei mir, bei allen anderen. Und das bedeutet also, ich habe dann begonnen, die Patienten, die ihr chemisches Präparat genommen haben, einfach das Gemopräparate zugegeben. Also Eberesche oder eigentlich bei viel mehr, weil ich ja wusste, es ist ja kein richtiger Glaukom mit Augendruckerhöhung, sondern eine Durchblutungsstörung. Und das ist die häufige Variante, dann die Schwarzerle. So. Bei denen, wo der Augenarzt mir nichts sagte, die haben immer die Schwarzerle gekriegt. Faszinierenderweise haben sich die Werte über 6, 8, 12 Monate gebessert. Wir konnten dann das chemische Präparat weglassen, haben geguckt, was macht der Augendruck. Und dann haben wir je nachdem mit dem Augenarzt gesagt, wenn der Patient selber diese Augendruckmessung zahlt, darf er dann auch alle Vierteljahr mal kommen. Ja, wenn der das bezahlt, dann können wir das machen. Ja, ganz klar. Und manche Patienten haben gesagt, das ist mir wert, weil ich will ja von dem chemischen Präparat wegkommen. Ich will ja eine natürliche Form, dass ich hier mit den Gemos eine Verbesserung erzielen kann. Manchmal klappt es auch nicht, das gebe ich offen und ehrlich zu, aber in den meisten Fällen funktioniert, wenn man es richtig macht. Und siehe da, mit Schwarzerle oder der Eberesche haben wir diese Phänomene dann beobachten können. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt müssen wir mindestens alle halbe Jahr nachprüfen, ob der Zustand, den wir jetzt erreicht haben, auch bleibt oder geht es wieder hoch. Ja, weil es ist ja schwer, so einen Druckanstieg vom Patienten aus zu bemerken. Er merkt es nur dann, wenn ein Super-GAU da ist, sprich ein Glaukomanfall. Aber das wollten wir ja nicht provozieren. Wir wollten ja gucken, kriegen wir diesen regulativen Prozess am Gehirn hin, nämlich an dem ausgestülpten Teil, den wir als Auge nennen. Mhm. So. Und da muss ich sagen, habe ich jetzt x Fälle, wo es wunderbar funktioniert hat, auch dokumentiert ein Abschwamm im Augenarzt. So mache ich es auch bei meinen Kindern, die ich wegen chronischen Ohrenentzündung behandle. Dann schicke ich die, wenn ich sie erfolgreich behandelt habe, wenn ich von meiner Seite sage, ist alles in Ordnung, zum HNO-Arzt. Der soll bestätigen, dass kein Erguss mehr hinterm Trommelfell ist, dass da alles abgeheilt ist und so weiter und so fort. Sodass ich aus forensischen Gründen zeigen kann, Moment, da Kollege von diesem Fachbereich hat es für gut empfunden. Und so ist es auch fürs Auge bei mir, dass ich zum Patienten sage, gehen Sie nochmal zum Augenarzt, lassen Sie es überprüfen. Es gab auch natürlich Augenärzte, die sagen, ja, warum wollen Sie das denn überhaupt? Nehmen Sie doch Ihre Tropfen, das ist doch alles sicher. Dann sagen die Patienten, na ja, schauen Sie,
Da gibt es einen Begleitzettel, so dieser Waschzettel, ne, diese Beschreibung der unerwünschten Arzneimittelwirkung. Da stehen Dinge drin, da kann das und das und das auftreten und das möchte ich nicht. Und bei den Chemopräparaten, da steht nichts dabei. Also haben die keine solch ein Nebeneffekt. Und wir probieren es erstmal mit dem einfachen pflanzlichen und dann können wir ja immer, wenn es noch nicht dann zum Ziel führt, auch wieder auf das chemische Präparat umswitchen. Ja, und wie gesagt, es funktioniert. Und der Augendruck geht dann zurück, wenn er zwischen 10 und 21 mm Quecksilbersäule sich befindet, ist er durchaus im Normbereich. Und dann sage ich, wenn ich das erziele und er bleibt dort, dann ist das ein Heilmittel. Ein Arzneimittel ist ein Präparat, das ich dauerhaft nehmen muss, um diesen Wert zu erzielen. Aber ein Heilmittel heilt diesen Zustand von alleine. Und so differenziere ich zwischen einem Arzneimittel und einem Heilmittel. Und das ist das, was ich dir mitbringen wollte, gerade weil wir gesehen haben, so viele Menschen haben Probleme mit den Augen. Und es gibt so 3, 4 einfache Dinge, die wir hier anwenden können. Sie können es zusammen mit Ihrem Augenarzt machen. Sie suchen sich einen Arzt für Allgemeinmedizin, der sich an Augen auskennt. Und ich habe ja auch Augenarztkollegen, mit denen ich darüber spreche. Und viele sind begeistert von der Vorgehensweise und sagen, ja, man kann es ja mal probieren. Und genau das habe ich getan. 12 Monate und wenn es dann besser ist, ist es ja gut, oder? So ist es. Manchmal aber früher, manchmal später, aber die Regulation muss der Körper leisten. Ansonsten wird man einfach wirklich im Regen stehen gelassen. Die einzige Option ist immer das Operieren, oder? Ja, es oder? Ist ja beim grauen Star gibt es ja nichts anderes, die Kunstlinse. Und beim Glaukom wird natürlich der Laser angewandt. Da werden Löcher reingeschossen, dass das Kammerwasser abfließt. Bei meiner eigenen Mutter habe ich es erlebt, dass die dann auch zum Lasern ging, ohne dass ich es wusste. Und danach sagte mir dann ein Kollege, ja, jetzt kannst du da keine Akupunktur mehr machen, weil die regulierenden Elemente durch die Akupunktur sind ja zerstört. Deswegen, es gibt ja auch wunderbare Augenakupunktur nach Dr. Boll. Und der hat gezeigt, dass man auch hier mit entsprechenden Nadeln in den Körper in bestimmte Akupunkturpunkte gesetzt, hier so einen Effekt hervorrufen kann. Ich sehe die eleganter, die Nadeln sind auch eine gute Option. Und ich mache halt jetzt mit Schüsslersalzen, den beiden Gemoprodukten, Eberesche und Schwarzerle, als auch mit dem Metabolik oder ein Vitalstoffpräparat, wo Vitamine, Spurenelemente aus 70 Obst- und Gemüsearten drin sind, das Lavita, die in Deutschland, in Bayern produziert werden. Da gibt es auch noch andere Produkte. Aber du weißt, ich bin ein Fan von dem Flüssigen. Und das Flüssige ist mir am liebsten. So wie du mir auch in einer Sendung gesagt hast, es gibt sogar jetzt flüssige Pilze. Heilpilze. Und da bin ich begeistert, weil alles, was flüssig ist, zeigt für mich, ist die volle Wirksubstanz dieser Pflanze, dieses Pilzes drinnen. Weil es ja in dem Sinn ja keine Pflanze. Ein Pilz ist ja eine ganz andere Kategorie. Man hat sie den Pflanzen der Botanik zugeordnet, aber es sind Mikroorganismen. Ja. Und das ist das Faszinierende, wo ich immer wieder feststelle, kluge Köpfe können kluge Dinge bewirken. Und ich bin als Arzt natürlich derjenige, der diese klugen Präparate anwenden möchte zum Wohle meiner Patienten. So schön, so schön. Du hast jetzt eigentlich alles erwähnt. Das heißt, wenn die Leute danach googeln, finden sie auch diese Präparate? Selbstverständlich. Gut. Homöopathika gibt es in jeder Apotheke. Die Gemopräparate, die Eberesche, Schwarzerle gibt es verschiedene Hersteller, wie zum Beispiel Revital Konzept in Italien, ja, es gibt Hersteller in Österreich, es gibt Hersteller in Schweiz, es gibt Hersteller in Deutschland. Also man findet es. Man muss einfach nur ein bisschen googeln und in Bioqualität empfehle ich es dann eher, ja, wie in einfacher Form. Ist ja kleiner Biopflanze, ist auch mehr Inhaltsstoffe drinnen, wie wir ja wissen, auch nachgewiesenerweise. Also nehmen wir auch bei der Chemotherapie am besten Bioqualität.
Was ich noch gern mache, ist, wenn Menschen mich ansprechen auf solches Problem, sei es Makuladegeneration, grüner Star, grauer Star, dann schenke ich denen ein Buch. Mhm. Jetzt die Frage, hast du das, was du jetzt gerade hier gesagt hast, auch in diesem Buch da beschrieben über die Knospenmedizin? Also in der Knospenmedizin finden wir den grünen Star. Ja. Das zu Schüssler, diese Waterloo-Kur, findet man in meinem Antlitzdiagnostikbuch, meinem ersten Buch, wo ich geschrieben habe, 1997. Das gibt es aber heute noch auf dem Buchmarkt. Und Antlitzdiagnostik, eine Einführung der Schüsslersalztherapie von Peter Emrich. Aber am elegantesten kann man natürlich auf meine Homepage gehen, www.peter-emrich.de. Da findet man beide Bücher. In dem einen findet man das jetzt vom Glaukom, in dem anderen ist das zum Katarakt. Mit der Rezeptur. Mit der Rezeptur. Und hier sind auch Fallbeispiele aus der Praxis drin, unter der Eberesche, unter der Schwarzerle. Und das kriegen Sie in jeder Buchhandlung in Deutschland, Österreich und Schweiz, also gar keine Frage. Und das Metabolik habe ich ausführlich beschrieben in meinem Enzymbuch. Aber du sagst, ich müsste ja noch ein 15. Buch schreiben. Jetzt bin ich aber gerade bei meinem 14. zu schreiben über die Heilpilze und deswegen, also ich bleibe dabei, ich werde auch das Augenbuch da noch bringen, vielleicht nur ein kleines Buch und alle Elemente zusammenführen. Danke für deine Anregung, lieber Alexander. Das ist total wichtig. Werde ich gerne umsetzen. Oh. Und dann komme ich wieder her und sag's, ja, es gibt ein Buch. Super, super. Generell, wenn ich das Knospenmedizinbuch da in den Händen halte, muss ich sagen, wir müssen über das noch viel mehr reden. Ja klar, da ich habe noch so nie eine Sendung über Knospen tolle gemacht. Ja, Knospenmedizin ist eine alte Erkenntnis, über 70 Jahre alt. Und es funktioniert. Und das ist, zeigt ja, dass wir es weltweit haben. Wir haben ja die Knospenmittel weltweit. Ja, und deswegen der Mammutbaum genauso wichtig Mammutbaum wie die Heckenrose, gegen die schwarze gutartige Johannes Vergrößerung der Prostata. Ja. Wer weiß denn das, welcher betroffene Mensch, ein Herr, der eine vergrößerte Prostata hat, behandelt sich so? Niemand. Weil er es nicht weiß, aber ja, immerhin, das Buch ist jetzt schon in der dritten Auflage erschienen. Ja, und wenn du jetzt fleißig dafür auf deinem Kanal auch vielleicht die Shownotes dieses Buch empfiehlst, also das einmal als der Knospenmedizin, tja, dann müssen wir sicherlich bald mehr nachlegen und weißt dann du, ist die das Erweiterung. Das mache ich ja gerne, aber Aufklärung im Fernsehen bedeutet, wir müssen über jede einzelne ein Fallbeispiel bringen. Hier, ja, chronische Blasenentzündung, gibt es die Heidelbeere. Natürlich. Ja, natürlich. Bei Gelenkschmerzen, Depression und Gewebewucherung die Weinrebe. Die Silberrinde, Feigenbaum. Ich finde, das ist ein Schatz. Ja, natürlich. Also, da muss ich noch öfters zu dir herkommen, um das ja alles im Detail zu besprechen. Siehst du, genau das war eigentlich mein Ziel gewesen. Ja, das ja erinnere ich mich auch, weil du bist jetzt doch 2 Jahre nicht mehr da gewesen, ja, oder ja so, dass wir eigentlich wirklich jedes einzelne Problem besprechen wollten, was man haben kann. Ja. Und dann die Verbindung zum naturheilkundlichen Schätzen. Ja, ja, also wie gesagt, Knospenmedizin ist ein Element. Ich habe dieses Buch geschrieben mit den Schüsslersalzen und Knospenmedizin, weil ja gerade vor 150 Jahren die Schüsslersalze von Herrn Dr. Schüssler der Öffentlichkeit vorgestellt worden sind. Mhm. Auch eine spannende Sache, wo wir mal angreifen können. Da machen wir auch eine Sendung. Super. Nächste Sendung Knospen, dann Schüssler und... Und. Dann Dauerauftrag bei gut mir. Super. Peter Emrich, danke vielmal. Gerne, Alexander. Ich bin mir so sicher, dass so viele betroffene Menschen, die jetzt unfassbar dankbar sind, dass sie etwas gehört haben, was sie bisher nicht gehört haben und es einfach mal tun können. Ja. Und wenn diese Verbesserung ja kommt, ist es eine sehr segenreiche Geschichte. So ist es. Es ist ja ein Erlebnis, was ich immer wieder in der Praxis sehe. Dort in der Situation, wo es heißt, wir müssen abwarten, bis der Star so reif ist, dass man ihn operiert. Mhm. Warum sagt der Kollege oder die Kollegin nicht, wir können die Zeit nützen mit einer alternativen, integrativen Medizinansatz, beispielsweise jetzt mit Gemo, beispielsweise mit den homöopathischen Mitteln, beispielsweise mit kaskadenfermentierten Enzymen. Enzyme sind ja Biokatalysatoren. Ja, warum nützen wir das einfach nicht? Das ist so schade und deswegen total haben wir darüber heute ja reflektiert.
Ich frage mal kurz die Regie, da ist nämlich meine Mutter, ob sie gut zugehört hat heute. Sehr gut. Sehr gut, danke vielmals. Gut. Also, ja, gleiche Probleme, oder? Ja, muss man lösen. Ja? Super. Gut. Danke, Peter Emmerich war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Viel Glück bei diesem Behandlungsansatz. Haben Sie viel Erfolg und wenn Sie den Erfolg haben, lassen Sie es mich doch bitte auch mal wissen. Vielleicht sind Sie so freundlich und geben uns die Ehre mal für eine Sendung, wo wir einfach auch mal Ihre Situation besprechen dürfen, wo wir den Menschen zeigen dürfen, Sie haben das gemacht, was der Peter Emmerich gesagt hat und Sie hatten Erfolg. Und das wäre so schön, wenn ich das dann hinaus posaunen darf. In diesem Sinne alles Gute. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.